Hallihallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Miscreated. Ja, wir sind jetzt hier im Gefängnis, nachdem wir hier in der letzten Runde uns mal ein bisschen wieder bewegt haben und aus der Stadt weg, um den First, also da wo wir so zuerst ausrüsten, jetzt First Loot im Grunde finden, wegzukommen. Ich hatte ja schon gefragt, irgendwo soll es ja noch ein Airfield geben. Ich würde sagen, das setzen wir uns als großes Ziel. Komme ich denn jetzt hier wieder raus? Ja, ich bin doch richtig. Diese Pumpgun habe ich hier leider nicht gefunden gehabt. Ich kann mir vorstellen, wenn man das hier mit einem Kollegen oder so spielt, ist es bestimmt super interessant, zu zweit hier lang zu laufen. Jetzt könnte man natürlich sagen, wo ich sage, wo ist denn das Airfield, das irgendein, such dir doch eine Karte, eine Map oder so. Nein, Leute, genau das will ich ja gerade nicht. Ich will mir keine Map suchen. Ich möchte das nicht hier à la DayZ schon vorher wissen, wo ich langlaufen muss. Da kenne ich ja die Karte auch inzwischen schon auswendig. Außer dass ich nicht weiß, wie die Städte heißen. Hier will ich tatsächlich ein bisschen so auf Survival machen. Naja. Miscreated und Survival. Oh, die Person sagt, oh Gott, was man gerade ist, ob man gerade schwimmt. Habt ihr es unten rechts gesehen? Neben dem Blut? Und spult einfach mal kurz zurück, dann seht ihr das nochmal. Da war die Animation des Männchens tatsächlich auf Packt das. Ah, hocken auch. Sehr geil. Finde ich cool. Ob das ein Gimmick ist oder Eck. Also, ist ja extra so gemacht, ne? Sonst wäre es nicht drin. Aber als Gimmick oder ob das als nützliche Funktion, weiß ich nicht. Finde ich cool. Gerne weiter, so würde ich sagen. Das sind so Kleinigkeiten, die ich eben halt gerne ans Spiel mag. Oh, lila Blumen. Sehen schön aus, die leuchten auch voll. Mal weiter. Kommen wir jetzt hier den Berg nicht hoch, ernsthaft? Die Frage ist, wo finde ich denn hier überhaupt was in dieser Stadt? Zumindest wenn irgendwas Brauchbares für mich. Hier wäre noch ein grüner Rucksack. Aber ich habe ja schon meinen Mega-Rucksack. Ich hätte vielleicht doch mal in die Patchnotes reingucken sollen. Naja. So erspielen wir uns das neue Wissen und können uns an neuen Gegenständen erfreuen, sobald wir sie finden werden, wenn ich sie hier nicht übersehe. Boah, so ein Leben muss doch Kacke sein. Ganz ehrlich, guckt euch mal an, wie das hier scheiße aussieht. Überall, wo Menschen sind, total der Dreck. Wo keine Menschen sind, alles sauber. Ich glaube, das hatte ich aber schon mal, das Thema. Die haben sich bestimmt hier Benzin gebunkert. Ja, verständlich. Muss man ja auch mal sagen, in einer Welt, in der es nichts mehr nach, keinen Nachschub mehr gibt. Wobei, es ist ja hier ein Atomkrieg gewesen, ne? So mit Radioaktivität und sowas. Und deswegen ja auch die Mutanten. Das heißt, es muss ja aber wahrscheinlich ja noch ein Land geben, in dem es nicht zu einem radioaktiven Fallout ist. Das heißt, eigentlich wäre das ja sinnvoll, aus diesem ganzen Gebiet hier rauszulaufen. Irgendwohin, wo es sicher ist. War hier schon mal drinnen? Gab es das Gebäude schon vorher? Ich erinnere mich nicht, dieses Gebäude vorher schon mal gesehen zu haben. Das muss neu sein. Ja, das ist neu, weil hier ist nichts drin. Ein leeres Gebäude. Das Gebäude sieht cool aus. Also die Grundmauer meine ich so. Ich frage mich gerade, ob das hier ein Bürohaus war. Wirkt ja so. Cool. Also sowas ist geil. Mit innen und außen und so. Geil. Naja. Da ist hier sowieso kein Loot drin und ist, gehe ich wieder raus und ziehe einfach mal weiter meine Runden. Hier, ich könnte mal essen und trinken langsam, finde ich. Ich meine, ich habe ja genug mit, so ist es nicht. Ich werde auf jeden Fall jetzt nicht sterben.
Aber wenn wir was finden, müssten wir natürlich unsere Vorräte nicht aufbrauchen oder anknacksen oder wie auch immer. Man sollte ja davon ausgehen, dass es in Restaurants noch irgendwelche Restbestände an Lebensmitteln gibt. Also gucke ich mal. Seht ihr, das meine ich. So ist denn das, was ich gerade habe hier. Ja, guck doch mal hier, fast alles wieder super. Bisschen was trinken und schon ist alles gut. Nehme hier nochmal den Energy, der hier in der Luft schwebt. Ein Rottenapfel, nee, den möchte ich nicht. Die sind gut, die meinte ich vorhin. Peaches. In der Dose. So, jetzt geht es uns auch wieder hier körperlich tipptopp. Temperatur ist ein bisschen gesunken, wahrscheinlich weil ich geschwommen bin. Ich weiß nicht, inwieweit man hier auch tatsächlich nass sein kann. Ich weiß auch nicht, wie man sich wieder aufwärmt. Auf jeden Fall gibt es hier Vögel. Und zwar nicht gerade wenig, finde ich gut. Finde ich, das macht so ein bisschen Atmosphäre. Ich meine, es gibt andere Spiele, die sagen, haben wir nicht funktionierend hingekriegt, wird rausgepatcht, anstatt die zu heil zu machen. Gibt's auch. Ich will hier keine Spiele erwähnen. Also in der Stadt war ich ja schon definitiv, aber war das schon immer so voll? Ist die Stadt größer geworden? Ich habe ziemlich viele Fragen. Keine Antworten. Ups, ich wollte gar nicht auf Toilette. Also ich brauche dringend die Pumpgun. Finde ich ein bisschen geiler als das Gewehr hier. Weil wenn jetzt hier vor mir einer steht, kann ich einfach draufhalten. Da wäre noch was in der Ecke gewesen, war es aber nicht. Aber wenn ihr diese Survival Games allgemein gerne mögt, empfehle ich euch hier in meiner Playlist einfach nochmal hier nach The Long Dark zu gucken. Ein geiles Spiel, also es hat richtig geiles Feeling. Ja, hier kommen. Ich hab's. Ja, alles fit hier. Seht ihr? 100%. Auf alles. Ja, Bücher werden uns wahrscheinlich in dieser Zeit hier nicht helfen. Ich hatte gehofft, dass das vielleicht so ein Waffenshop war oder so. Weil das ist ja hier hundertprozentig, oder? Ich würde sagen, das ist die USA. Was ist das denn? Ein Drive-Belt? Ein Fahrergürtel? Gurt? Was ist denn das? Ich mache mal hier Platz, indem ich die hier konsumiere. Was ist das? Wiegt ein halber Kilo. Könnt ihr mir mal sagen, was das... Ich google das nachher mal, wofür ich das brauche. Oh, guck mal, hier wäre noch ein Hunting gewesen. Rooch Pack. Ja, ich weiß, hier heißt der Rooch, aber ich mache da trotzdem Hunting draus. Das bleibt auch bei mir ein Hunting. Daran wird sich nichts ändern. Eine Kette habe ich schon, oder? Ja, eine Kette habe ich schon. Ich bin schon Christ. Ich
glaube, die ganzen Sachen, die man findet, sind alle für, dass man sich irgendwann ein Auto zusammenbaut. Dann muss man das wahrscheinlich irgendwo lagern und sich das Auto bauen. Und die Frage ist, wird das Auto gelöscht? Gibt es hier auch irgendwie Server? Neustarts und dann heißt es ja weg. Was ist das denn für ein Laden? Den kenne ich auch nicht. Ein Survival-Messer. Mir fehlt hier so eine kleine Description bei einigen Sachen. Wie zum Beispiel dieses Driving Belt, wofür man das benutzen kann. In diesem Spiel meine ich jetzt direkt. Ich will nicht nur wissen, was es ist, sondern was mir das auch bringt. Hier habe ich zum Beispiel einen Benzinkanister. Diesel. Also ich glaube schon, dass das für ein Auto gedacht ist. Ja, ist nur eine Ecke. Wäre allerdings schön. Nee, Flipflops will ich nicht tragen. So, hauen wir uns mal die Kacke hier hinter die Binde. Bei unserem Schluckspecht hier, so wie er das Zeug runterhaut. Fresh Apple, komm, Fresh Apple, den nehmen wir noch. Keine Rottenbanane, Rottenapfel. Oh. Oh, der war daneben, der war nicht gut. Alter, ist der schnell. Ja, natürlich. Alter, ich treffe den nicht, kann das sein? Ja, ist genau vor mir, ich treffe den. Der hätte aber treffen müssen. Keine Muni mehr. Ah! Ja, jetzt bin ich... Oh Gott, der hat mich ja fast tot getötet. Ich hab doch noch Muni hier. Wo ist das Problem? Loot ich immer noch? Ja, tatsächlich, das war der Bluttropfen hier oben, der wird zeigt das jetzt an. Ich bin fast tot. Aber ich hab doch noch Muni, warum hat er denn nicht mehr geschossen? Null von 8, ach so, so wird das angezeigt. Das ist ja blöd. Jetzt habe ich einen Stack Muni, der Gewicht hat, aber keine Muni. Wie blöd ist das denn? Oh Mann. Nicht getroffen, schwer angeschlagen. Ja, wie gesagt, Muni fehlte mir sowieso. Angeblich aber am Flugplatz hier, am Airfield. Ich würde mal sagen, da ich keine Muni mehr habe, bleibe ich hier bei der Hacke. Einmal Bandagen habe ich noch. Das heißt, es muss mir zweimal Bandagen geben. Das ist ja auch krass. Ich kann also wieder Bandagen gebrauchen. Ah, hier, wo ich gerade davon rede. Oh. Hört die ganze Zeit seinen eigenen Herzschlag, das ist ja mies. Die Brille sieht cool aus. Was habe ich denn für eine? So eine schmale, ich werfe die mal weg und nehme dann die hier. Ja, super, sieht gleich aus.
Tja, die Frage ist, wo ist das Airfield? Und warum habe ich so schlecht getroffen? Warum gibt es hier keine Munition mehr? Wir mal hier durch. Ich habe das Gefühl, wenn man hier crouchen muss, dann müsste es eigentlich besonders viel geben, aber im Gegenteil, gibt es fast gar nichts. Ja, komm, beruhig dich mal. Du kriegst ja schon hier dein Blut wieder. Long Steve Shirt, ey. Also als ich das rote, helle Blut abbekommen habe, das war dann wohl seins und als das dunkle war meins. Können wir ja mal festhalten. Das heißt, ich habe ihn auf jeden Fall mal getroffen gehabt. Was ist mit dem denn hier, mit dem Kollegen? In dem Fußboden drinne? Na komm, wenn ihr schon ein Skelett macht, bitte mehr als nur eine Textur auf den Fußboden kleben. Ganz ehrlich, wo sind wir denn heutzutage? Das ist voll 2000er-Art. Ich mag das mit den prozentualen Anzeigen unten in der Ecke. Mag ich sehr gerne. Das war genau das, was mir davor gefehlt hat. Auch als ich angeschossen wurde, dachte ich mir so, ja, wie viel Schaden habe ich jetzt eigentlich gekriegt? Nun war das ja wirklich nur irgendwie visuell einmal ringsrum um den Monitor. Fand ich eigentlich ganz nett, aber eben halt sehr aussagelos, weil mir das nichts geholfen hat. Also als Unkenntlich, als Unwissender, sagen wir es mal so, kann man es gar nicht abschätzen. Man muss es ja auch irgendwie abschätzen können, wie schwer man getroffen wurde. Egal, wie sie es machen. Rot war ja eigentlich nur okay rum, aber... Warum finde ich hier keine Pumpgun? Was ist das denn hier? Kann ich nicht aufnehmen. Das bedeutet, ich esse jetzt mal was. Was habe ich jetzt genommen? Ach, das ist doch dieses Militärfood, oder? Das ist Dünger. Konsum? Nee, Dünger kann ich nicht essen. Das heißt, Dünger wird ja auch anders heißen. Ich glaube, das ist Militäressen. Ja, hier kommen wir haben schon wieder 20% Blut, 10%, also mehr als vorher. Mein Bier. Gutes altes Bier. Ja, aber wo es jetzt zum Airfield geht, weiß ich immer noch nicht. Aber vielleicht hat das ja schon zur letzten Folge jemand drunter geschrieben. Dann werde ich mich mal bei der nächsten Aufnahme einfach mal daran ergötzen. Und mal in die Richtung laufen. Auch wenn ich jetzt gar keine Muni mehr habe, aber da soll sehr viel Muni geben. Das weiß ich, weil man mir das geschrieben hat. Hey, ich achte ja drauf tatsächlich. Also ich lese auch eure Kommentare, alle Kommentare, um genau zu sein. Ich werde zwar nicht auf jeden einzelnen Kommentar antworten und nicht alles möglich machen, aber wenn ihr zum Beispiel schreibt, mach doch mal dies oder das, probiere es natürlich, so gut umzusetzen, wie es geht. Mich auch eventuell hier von so einem blöden Mutanten tot kloppen zu lassen. Obwohl ich 8 Schuss für ein Gewehr hat, das ist so peinlich. Was? Achso, hier. Ja, zum Zusammenbasteln. Ja, Autos sind jeder, egal was für ein Survival-Ding, wohl immer alles. Na gut, Leute. Dann würde ich sagen, danke fürs Zugucken. Ich hoffe, wir sehen uns in einer weiteren Folge von Miscreated wieder oder in einem anderen Let's Play, zum Beispiel So Long Dark oder DayZ. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!